Guten Morgen, es ist 5 Uhr und ich bin schon wieder unterwegs. Genauer gesagt bin ich in Ruppboden gelandet. Ich bin nämlich die nächsten 3 Tage mit einem LKW der Spedition Kenner unterwegs. Und ihr konntet mir die Fragen stellen zum Beruf des LKW-Fahrers und die werde ich euch jetzt beantworten. So, ich bin jetzt hier im LKW, gerade eben alleine. Und wir sind auch gerade an unserem ersten Zielort angekommen, nämlich in Offenbach. Und das bedeutet Ware ausladen. Danach geht's auch gleich schon wieder weiter. Aber leider macht unterwegs ein Reifenschlamm. Also ist erstmal rausfahren und wechseln angesagt. Das ist echt richtig anstrengend. Und im Normalfall muss der LKW-Fahrer damit alleine fertig werden. Aber zum Glück hatte er ja mich dabei. Der Reifen ist getauscht und deshalb machen wir uns auch gleich wieder auf die Socken. Der nächste Kunde wartet nämlich schon. Jetzt wird wieder aufgeladen und nach einer kurzen Pause geht die Tour auch schon weiter. Es ist jetzt ca. 12 Uhr und Paderborn ist unser nächstes Ziel. Aber das schaffen wir heute leider nicht mehr. Und drum enden wir so gegen 16:30 auf einem Parkplatz mitten in Nordrhein-Westfalen, wo wir den Abend und die Nacht verbringen. Fernsehen gibt's natürlich auch. So, also ich bin jetzt hier im LKW und ihr wollt bestimmt alle wissen, wie viel Platz man hier hat und wo man hier überhaupt schläft. Vor allem für 2 Personen. So ein LKW ist ja nicht besonders groß. Also hier hinter diesem großen Vorhang sind schon mal die Betten. Und ich bin echt schon gespannt, wie ich da heute Nacht drin schlafe. So, es ist noch gar nicht so spät. Aber wir gehen jetzt schon schlafen. Weil wir müssen morgen noch früh weiter. Guten Morgen aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe tatsächlich gut geschlafen. Und ich wurde von euch gefragt, wie man sich mit LKW-Fahren fit halten kann. Und das zeige ich euch jetzt. Erstmal ein bisschen rumrennen. So ein Parkplatz eignet sich nämlich perfekt zum Sport machen. So, genug herumgekaspert. Die meisten Trucker machen nämlich nichts für ihre Fitness. Und ich auch nur für die Kamera. Also, weiter geht's. Die Baustelle in Paderborn entpuppt sich als echtes Nadelöhr. Aber mit viel Geschick schaffen wir es schließlich doch hinein. Und dann kann endlich abgeladen, rangiert und nochmal abgeladen werden. Jetzt muss nur noch die Wand vor uns aus dem Weg geräumt werden. Ich nutze währenddessen die Zeit, um ein paar eurer Fragen zu beantworten. Also, ich wurde von ein paar von euch gefragt, was man denn so mitnimmt, wenn man ein paar Tage mit dem LKW unterwegs ist. Also ich habe mitgenommen meine Kamera und mein Stativ, um ein paar Aufnahmen zu machen. Mein Laptop, um ein bisschen was zu schreiben und Bilder zu bearbeiten. Das ganze Zeug, was so anfällt bei meinen Blogs. Dann auf jeden Fall Hygienesachen, Waschlappen, Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel. Das ganze Zeug. Dann auf jeden Fall ein bisschen Proviant. Und eine Menge zu trinken. Und dann braucht man noch so ein paar Sachen wie Anziehsachen, Wechselklamotten, Schlafsack. Ja, also eigentlich alles, was man auch zu Hause braucht, wenn man in den Urlaub fährt. So, die Reise geht weiter und zwar ins Ruhrgebiet. Wo schon eine neue Ladung auf uns wartet. Gipskartonplatten für einen Kindergarten in Stuttgart, sagt der Lieferschein. Die müssen auch ordentlich gesichert werden. Das ist ein wichtiges Thema beim LKW-Fahren. Ich dürfte es auch mal versuchen.
Aber bei mir will das irgendwie nicht so richtig klappen. Obwohl das doch so einfach aussah. Egal, der Zug ist voll beladen und den Feierabend habe ich mir jetzt echt verdient. So, auch ein LKW-Fahrer muss irgendwann mal zum Duschen und da gehe ich jetzt hin. Das hier ist aber schon echter LKW-Fahrer-Luxus. Denn für Verpflegung und Hygiene verlangen Raststätten oft Wucherpreise. Auch die Mundhygiene sollte man als LKW-Fahrer pflegen und dazu nehme ich euch jetzt mal mit. Aufgrund der Preise ist beim Zähneputzen eher die Camping-Variante mit Wasserkanister verbreitet. Hier vor Ort beim Kunden war es aber netterweise kostenlos. So, auch der zweite Tag geht zu Ende und ich wünsche euch eine gute Nacht aus dem Schatten des Steinkohlekraftwerks Scholven. So, guten Morgen, Tag 3 ist angebrochen und der beginnt schon um 2 Uhr morgens und wir fahren jetzt Richtung Stuttgart los. Ich bin auf jeden Fall noch total müde und schlafe deshalb erstmal weiter, bis es hell wird. Dann ist für mich auf halber Strecke auch schon Schluss und es geht zurück nach Hause. Der LKW, mit dem ich unterwegs war, fährt nach Stuttgart weiter und kommt nicht mehr zurück nach Ruppboden. Und weil ja heute mein letzter Tag ist und ich nach Ruppboden zurück muss, wurde ich jetzt umverladen auf einem anderen LKW und jetzt geht's ab nach Hause. So, meine 3 Tage als LKW-Fahrer sind zu Ende gegangen. Ich bin jetzt gerade wieder in Ruppboden angekommen, wo es losging. Und ich muss echt sagen, es war eine wahnsinnig coole Erfahrung. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen.